Jetzt kommen wir zu den laminaren Strömungen in kreisförmigen Rohren. Und da haben Sie natürlich eine Abhängigkeit in X-Richtung und in Y-Richtung in so einem Rohr, wo die Flüssigkeit wieder in Z-Richtung durchströmt. Ist so ein Rohr, also wir gehen hier von kreisförmigen Rohren aus, ist das rund. Und es ist naheliegend, eine angepasste Symmetrie zu nutzen. Und das wäre die Zylindersymmetrie. Und wir können das Problem in Zylinderkoordinaten beschreiben, weil nämlich sozusagen jetzt an diesem Rohrrand in einem bestimmten Abstand von dieser Zylinderachse überall die Geschwindigkeit den gleichen Wert hat. Außen hat sie überall den Wert 0 nach unten, weil sie festhaftet. Und von außen nach innen wird die Geschwindigkeit zunehmen. Sie haben in der Mitte dann die größte Geschwindigkeit und Sie haben irgendein Profil, wir wissen noch nicht genau welches, was in der Mitte dann auch so ein Maximum hat. Wir schauen ja mal nach unten, also nach unten wäre die Geschwindigkeit am größten in der Mitte des Rohres. Aber wie dieses Profil genau aussieht, ob das jetzt auch wieder parabelförmig ist oder vielleicht eine dritte oder vierte Potenz oder was auch immer hat, das wissen wir noch nicht. Weil wir ja jetzt nicht nur in X-Richtung die Abhängigkeit haben, sondern noch zusätzlich in Y-Richtung. Und jetzt lösen wir diese gleiche Differentialgleichung wie eben, aber in Zylinderkoordinaten. Wir haben jetzt hier den Laplace-Operator angewendet auf die Z-Komponente der Geschwindigkeit. Und hier wieder das 1 durch Eta, was hier vorher stand, hier steht das Eta, dann haben wir den Reibungsterm hier links, das Eta hatte ich runtergebracht, das Minuszeichen von dem Minusgradient und uns interessiert wieder nur die Änderung in Z-Richtung von oben nach unten in dem Rohr und deshalb hier nur dp nach dz. Also genauso wieder die Differentialgleichung hingeschrieben wie eben, nur nicht nochmal hergeleitet, aber jetzt schauen wir das in Zylinderkoordinaten an. Und vielleicht haben Sie das in der Vorlesung Mathematische Methoden schon kennengelernt. Diese Differentialoperatoren sehen in den verschiedenen Koordinaten sehr unterschiedlich aus. Auch Gradient, Divergenz und Rotation kann man in diesen Zylinder- und Kugelkoordinaten formulieren und dann gibt das so längliche Formeln. Und der Laplace-Operator in Zylinderkoordinaten, der sieht jetzt so aus. Das ist der erste Term und dann gibt es ich glaube zwei weitere, vielleicht sogar noch mehr, die ich hier nicht mehr hingeschrieben habe, damit es nicht so kompliziert aussieht. Wir haben noch weitere Terme, da stehen nur Ableitungen nach Phi und Z drin, aber wenn wir dieses kreisförmige Rohr betrachten, dann ist sozusagen die Geschwindigkeit hier oben in dem Rohr genauso groß wie da unten, das strömt also sozusagen schon wegen der Kontinuitätsgleichung kann es oben nicht schneller oder langsamer strömen als unten, sondern das Profil kann sich nur von innen nach außen ändern und auch die Winkelabhängigkeit, da haben Sie keine, also dass sozusagen das rechts oder links oder vorne und hinten schneller strömt als auf der anderen Seite ist aus Symmetriegründen nicht möglich. Das heißt, wir wissen schon, dass alle weiteren Ableitungen, die hier Änderungen bezüglich Phi und Z der Geschwindigkeit betrachten, gleich 0 sein werden. Nur der Vereinfachung willen habe ich das hier so vorweggenommen. Man kann das auch expliziter machen, aber dann würde das bis zum Ende der Seite hier die Formel reichen. So, und die kürzeste Schreibweise für diesen Term, wo die Z-Komponente der Geschwindigkeit jetzt bezüglich dieser radialen Koordinate, also von innen nach außen abgeleitet wird, die sieht so aus, wie es hier notiert ist. Und das ist schon absichtlich so gemacht, dass man hier eine Produktregel anwenden muss. Diese Ableitung bezieht sich einmal auf das R selber und die Ableitung bezieht sich außerdem auch auf das DUZ nach DR. Das heißt, wenn man die Produktregel anwendet, bekommt man eigentlich zwei Terme. Einmal mit der zweiten Ableitung nach R und einmal mit dem Produkt von zweimal der ersten Ableitung nach R. Das ist einfach hier genutzt, um das so raffiniert zu verkürzt schreiben zu können. Für uns ist es sogar ganz hilfreich, weil wir jetzt
gleich diesen zweistufigen Integrationsprozess machen müssen. Also einmal integrieren und dann nochmal integrieren. Und weil hier diese zweimal diese erste Ableitung auftaucht, geht dieses Integrieren sogar relativ leicht vonstatten. Also letztlich, was wir machen, ist, diesen ersten Term setzen wir hier für Laplace-Operator von UZ auf der linken Seite ein. Dann steht der hier. Dieser rechte Term, den haben wir einfach abgeschrieben, der steht jetzt hier. Und jetzt integrieren wir einmal über R. Nicht über Z, sondern über R. Wenn ich hier links integriere, Moment, ich gucke noch vorher, nein, ich habe dieses R bringe ich vorher auf die rechte Seite, dann steht hier ein einzelnes R und ich habe hier nur noch diese Ableitung von dieser Klammer stehen. Das heißt, wenn Sie sich jetzt hier das Integral vorstellen, können Sie wieder den Hauptsatz der Differentialintegralrechnung anwenden. Das Integral über die Ableitung von dieser Klammer gibt genau diese Klammer. Deshalb kann ich hier diese Klammer abschreiben. Hier rechts hatten wir das R hingebracht. Wenn ich das R integriere, gibt es ein halb R Quadrat. Hier steht die 2 von dem halb und hier steht das R Quadrat. Das Minuszeichen ist geblieben, das dp nach dz ist geblieben und eine Integrationskonstante c1 ist dazugekommen. Die rechne ich jetzt auch gleich aus, und zwar duz nach dr ist gleich 0 am Ort r. Und zwar liegt das daran, aus Symmetriegründen muss das Geschwindigkeitsprofil in der Mitte Minimum oder Maximum haben. Das heißt, die Ableitung muss 0 sein. Das muss flach sein, weil das sozusagen nach links und nach rechts die gleiche Änderung machen muss. Das kann nicht spitz zulaufen irgendwie, sondern es muss ja stetig differenzierbar sich ändern. Insofern muss die Ableitung in der Mitte 0 sein. Und wir können hieraus sozusagen, das ist die sowas wie eine Randbedingung, aber für das Zentrum dieses Zylinders können wir sofort folgern, dass hier diese Seite gleich 0 ist und deshalb das C1 auch gleich 0 sein muss. Das ist vielleicht sogar noch einfacher, weil da auch R gleich 0 ist und R Quadrat gleich 0 ist, dann kommt sowieso 0 raus. Also C1 muss so und so 0 sein. Also keine Chance, anders als 0 rauszukommen. Gut, jetzt müssen wir die verbliebene Formel nochmal integrieren. Wir können nochmal schauen. Also hier steht noch ein R mal duz nach dr und dieser Term. Da kann ich ein R rauskürzen. Eins fällt hier weg. Dann habe ich hier nur noch die Ableitung von duz nach dr stehen. Und hier steht ein einzelnes R. Hier links integriere, wieder Hauptsatz Differentialintegralrechnung, kommt die Funktion uz raus. Und rechts muss ich über das R integrieren. Das habe ich gemacht. Links kommt also das UZ raus. Und rechts integriere ich über das R, bekomme ein halb R Quadrat raus. Eine 2 war da ja schon, da kommt noch eine zweite hinzu, also eine 4. Minuszeichen ist geblieben, es kommt eine neue Integrationskonstante hinzu, die wir gleich brauchen werden, um die Randbedingung außen einzufügen. Hier UZ von R. Also im Grunde, so wie wir es vorhin erklärt haben, wieder das gleiche Prinzip der Herleitung, jetzt die Differentialgleichung einfach zweimal integriert, jetzt nicht über x, sondern diesmal über r integrieren, die beiden Randbedingungen genutzt, die in der Mitte hatten wir schon, jetzt die Außen. Wir setzen also uz von r ein, das uz mit einem großen r an der Stelle. Das ist gleich 0, das bedeutet, am Rand dieses Rohres haftet die Flüssigkeit an der Außenwand. Das heißt, ich kann hier hinschreiben, 0 ist gleich das Groß R an der Stelle, das abgeschrieben, plus C2. Das kann ich rüberbringen, dann habe ich ein Groß R Quadrat durch 4 Eta mal dp nach dz ist gleich C2. Wenn ich das einsetze, bringe ich die gesamte Formel also so raus, uz. Jetzt hier sozusagen das abgeschrieben, das ist hier dieser rechte Teil, das alles. Und das C2 liefert mir hier ein Plus R Quadrat mit auch diesen
ganzen Termen dran. Also groß R Quadrat minus klein r Quadrat im Zähler dieses ersten Terms. Das heißt, was wir herausfinden an dieser Stelle ist, dass das Geschwindigkeitsprofil auch in diesem runden Rohr parabelförmig ist. Also diese zusätzliche Dimension, dass es nicht nur von x, sondern jetzt auch von y abhängt, liefert uns nicht eine höhere Potenz. Also nicht, hätte ja auch von r hoch 3 abhängen können. Nicht? R hoch 3, das ist ein anderes, also nicht ganz so rund, sondern eher so ein bisschen flacher in der Mitte Geschwindigkeitsprofil gehabt. Haben wir aber nicht. Wir haben auch gesehen, warum, weil nämlich hier an dieser Stelle dieses r Quadrat nicht nochmal weiter integriert wurde zu einem r hoch 3, sondern weil sich das gegen dieses r gekürzt hat, weil hier in diesem Laplace-Operator dieses einzig r zusätzlich auftauchte. Gut, das muss man so hinnehmen. Das kann auch ich mir nur noch schwer anschaulich vorstellen, warum das jetzt sozusagen auch anschaulich als parabelförmiges Profil rauskommen muss. Jetzt sind wir aber sozusagen noch nicht absolut fertig und danach machen wir die Pause, sondern wir schauen uns noch an, wie viel Flüssigkeit insgesamt durch das Rohr durchfließt. Das ist nämlich nochmal eine zusätzliche Frage. Wir wissen jetzt, wie schnell die Flüssigkeit strömt in dem Rohr außen und in der Mitte. Und je größer das Rohr wird, also je größer das Groß R ist, umso größer auch die Geschwindigkeit in der Mitte. Die nimmt also quadratisch zu. Wenn ich den Rohrdurchmesser doppelt so groß mache, strömt die Geschwindigkeit in der Mitte viermal so schnell. Das ist diese quadratische Abhängigkeit. Wenn ich mir aber anschaue, wie viel Flüssigkeit durch dieses Rohr fließt, dann bekomme ich die vierte Potenz. Dann bekomme ich hier unten ein Ergebnis. Volumen pro Zeit ist proportional zu R hoch 4, zum Rohrdurchmesser hoch 4. Und das liegt daran, dass nicht nur die Geschwindigkeit im Rohr zunimmt, sondern auch der Querschnitt des Rohres natürlich zunimmt, wenn ich den größer mache. Und wenn das schneller strömt und der Querschnitt größer ist, dann kommt natürlich nochmal viel mehr durch und dadurch kommt hier diese größere Potenz zustande. Also, wir wollen jetzt das Volumen pro Zeit ausrechnen. Jetzt müssen wir über diesen Rohrquerschnitt integrieren. Das heißt, von 0 bis groß R, von der Mitte bis zum Rand des Rohres integrieren und wir haben an den verschiedenen Radien unterschiedliche Geschwindigkeiten UZ. Das machen wir wieder in Zylinderkoordinaten. Wir machen wieder unsere Lauchmethode oder Porri-Methode, wo wir sozusagen Flächenelemente sind es jetzt, betrachten. Das ist kein Volumenelement, also eher so ein Schnitt betrachtet durch so eine Lauchstange. Können sich diese Lauchscheibchen jetzt sozusagen als Flüssigkeitsscheibchen vorstellen. Und jetzt haben Sie einen Ring, der hat die Länge 2πr. Das ist der Kreisumfang von so einem Ring. Und das ist das dr, das ist die Breite. Also Sie haben so ein kreisförmiges Flächenscheibchen, wo Sie eine bestimmte Geschwindigkeit uz haben. Und die addieren Sie jetzt alle auf von der Mitte bis nach außen. Und diese äußeren Ringe, die haben natürlich eine größere Fläche und tragen dann mehr bei. Deshalb ist dieses R hier entscheidend. Dann setzen wir die Geschwindigkeit hier ein für dieses UZ. Das ist jetzt hier dieser ganze Term. Und ich habe noch einen zusätzlichen Schritt gemacht, dieses dp nach dz. Das habe ich hier nochmal explizit umgewandelt in den Druckunterschied zwischen Anfang und Ende des Rohres dividiert durch die Länge des Rohres. Also der Gradient ist ja Delta P durch Delta X und wenn das, wenn der Gradient sozusagen überall entlang dieses Rohres sich gleichmäßig, also den gleichen Wert hat, dann kann man auch einfach den Gesamtunterschied durch die Gesamtlänge nehmen. Und das wäre das P1 minus P2 durch L. Also das ist nur eine andere Schreibweise für diesen Ausdruck hier, der das ein bisschen vereinfacht. Integrieren über dr. Wir haben jetzt hier ein r-Quadrat und durch diese, dadurch, dass dieses Flächenelement proportional zu r größer wird, wenn ich zum Rand hin wandere, kommt ein weiteres r hinzu. Dann haben wir ein r hoch 3.
Und durch das Integrieren wird aus dem r hoch 3 ein r hoch 4. Also genauer, ein Viertel r hoch 4. Dadurch kriegen wir letztlich dann hier diese hohe Potenz. Das können wir hier nochmal verfolgen. Also wir haben hier 2π abgeschrieben. Das 4 Eta steht hier im Zähler. Die P1 minus P2 mal L, das haben wir hier abgeschrieben. Und dann bleibt uns ein klein r mal groß R Quadrat. Das integrieren wir. Aus dem kleinen r wird ein halb klein r Quadrat und das groß R schreiben wir ab. Und für den Term hier haben wir ein klein r mal klein r Quadrat, gibt also ein minus klein r hoch 3, was wir integrieren, und das liefert uns ein Viertel r hoch 4. Und das Ganze in den Grenzen von 0 bis r. Jetzt muss man noch einmal scharf nachdenken, wie das zu dem Ergebnis kommt. Jetzt setze ich groß R hier ein, dann kriege ich hier ein halb R hoch 4. Und ich setze hier ein groß R ein, dann kriege ich ein Viertel R hoch 4. Und wenn ich von dem halb R hoch 4 ein Viertel R hoch 4 abziehe, bleibt ein Viertel R hoch 4 übrig. Und hier vorne kürze ich noch eine 2, dann bleibt nur eine 2 im Nenner stehen. Und dieses Viertel, was wir von hier hinten hatten, mit dem halb von hier vorne, gibt das Achtel. Dann bleibt hier das Pi durch Eta und der Term, den schreiben wir hier ab. Und dann bleibt hier tatsächlich nur dieses R hoch 4 übrig, weil wenn ich die 0 einsetze, dann wird der Term 0 und der wird auch 0. Damit haben wir das Hagen-Poisselsche Gesetz hergeleitet. Aus der Navier-Stokes-Gleichung durch Integration in Zylinderkoordinaten.